Triggerwarnung. In diesem Video sprechen wir über sexuelle Belästigung und Gewalt. Falls du davon betroffen bist, empfehle ich dir, dieses Video nur mit einer Bezugsperson anzuschauen. Des Weiteren findest du Hilfe auf den verlinkten Seiten in der Videobeschreibung. Viel Spaß. Wir gehen rein ins Video. Und wenn euch das Video zu viel ist, dann guckt das Video entweder nicht oder mit einer Person, die für euch da sein kann. Ich nehme einfach den Bus nach Hause. Ganz kurz, das Video hat vor allem einen harten Anfang. Jetzt Lars Chance abzuschalten. Oh, okay, dann nehme ich das Taxi. Zu Fuß? Mein eigenes Auto? Okay, gut, dann rufe ich meinen Ehemann an. Ich meine, was soll da schon passieren? Mein Name ist Marie und ich wurde vergewaltigt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie das auf TikTok geteilt hat. Und ich glaube, dass vielleicht so Kommentare zu dem Typen sind, die sie bekommen hat. Sowas wie, was erwartet man auch? Stabil, Debré. King. Und wie war die Party? Kind ist in Würde. King. Macher. Normal. Zeigt einfach den Generationenunterschied. Vor 10 Jahren hat man es als Fehler abgehakt. Heute wird immer erstmal die Schuld bei anderen gesucht. Puh. Ganz kurz, es gibt keine verfickte Teilschuld bei Vergewaltigung. Punkt aus. Also erstmal durchatmen. Normalerweise rede ich auf diesem Kanal ja mit immer sehr viel Humor über die Themen Beziehung etc. Aber heute geht es um ein sehr ernstes Thema. Und mir persönlich ist es wichtig, auch darüber zu sprechen, weil ich immer wieder auf Instagram junge Girls habe oder auch Männer, die mir berichten, dass ihnen so etwas Ähnliches passiert ist und dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Genau deshalb geht es heute in diesem Video um das Thema Vergewaltigung. Ich erzähle euch heute von meiner Erfahrung mit diesem Thema. Wir reden über Consent, Victim Blaming, Catcalling, dass sowas auch Männern passiert und was du konkret tun kannst. Guck mal, so würde ich ein Video aufbauen, wenn man über das redet. Auch über das Rammstein-Thema. Weil das Ding ist, Kommentare wie, ja, man kann als Frau nichts gegen Vergewaltigung tun, sind nämlich auch nur so semi-richtig, weil man kann aktiv was tun. Also, man muss nichts tun, es ist nie die Schuld der Frau, ganz kurz, nicht falsch verstehen. Aber natürlich kann man proaktiv auch Dinge tun, obvious. So, natürlich. Also schnappt euch eine warme Decke, irgendeinen Supportstock. Ja, ich hab mir Schokolade geholt. Tier oder irgendetwas anderes, was euch Halt gibt. Und schaut euch dieses Video nicht an, wenn euch dieses Thema sehr arg triggert. Ich persönlich dachte früher immer, dass Vergewaltigungen ganz selten passieren, dass das, wenn dann hauptsächlich nur in Filmen passiert und wenn es passiert, dass es ein fremder Mann irgendwo in einer dunklen Gasse ist, der dich in ein Gebüsch zieht. Ja, ich glaube meistens ist es dieses... Ich lasse jetzt mal weiter reden. Als ich mit 17 auf einer Party war und mir dort so etwas passiert ist. Also ich war auf so einer ganz normalen Dorfparty, wirklich im allerletzten Kaff mit meinen Freundinnen damals und habe da einfach ganz normal wie jeder Teenager einfach so ein bisschen an einem Samstag oder so gefeiert. Also das Ganze ist jetzt 5 Jahre her, das war 2018. Und dazu müsst ihr wissen, dass ich so gut wie gar keinen Alkohol trinke und damals schon gar nicht. Also ich war auch noch nie betrunken, das war einfach nicht so mein Ding. Ich war da eigentlich komplett nüchtern, also minimal hatte ich so einen Schluck probiert und habe dann auch wieder aufgehört, weil mir Alkohol einfach nicht schmeckt. Das ist eigentlich voll dumm, dass ich mich so rechtfertige dafür, dass ich nichts getrunken hatte. Ja, also es sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Aber naja. Und ich war halt dann da mit meinen... Aber man hat das Gefühl, als wenn man es müsste so. ...Freundinnen auf der Tanzfläche, als so gegenüber so ein Typ mit mir geflirtet hat und mich so zu sich rübergewunken hat. Und ich war halt 17 und ich muss dazu auch sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt so gut wie gar keine Erfahrung hatte mit Dating. Also ich hatte zwar schon mein erstes Mal gehabt, aber auch nur das... Und sonst nichts. Ich war sehr, sehr unerfahren und in meinem Kopf dachte ich mir halt, oh, wie cool, okay, der will mich kennenlernen und so weiter, der flirtet mit mir. Also ich habe mir überhaupt nichts Schlimmes gedacht, weil es halt auch eine öffentliche Party war, wo ganz viele Menschen waren. Und ich bin dann zu ihm rüber und er hat sofort gesagt, dass wir doch mal... Ganz kurz vorhin, ich höre mit, ich glaube, gleich kann ich ein bisschen was zu ein paar Sachen sagen. Aber erstmal höre ich mir natürlich ihre Story an. Irgendwo hingehen können, wo es ruhiger ist. Und auch da habe ich mir nichts dabei gedacht, weil ich mir halt dachte, okay, er geht so ein bisschen...
mit mir von der Party weg, aber noch so in Reichweite. Also es standen zum Beispiel neben der Tanzfläche so Bänke. Und ich dachte halt, okay, er geht mit mir dahin, damit man sich unterhalten kann, weil es eben wirklich laut auf der Tanzfläche war. Und ich mir halt so dachte, okay, der will mich kennenlernen. Wie süß. Und ab dem Punkt ging alles so schnell, dass ich mich nicht mehr wirklich an Details erinnern kann. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wie wir von der Tanzfläche weggekommen sind. Ich weiß nur noch, dass er mich dann am Arm gepackt hat und richtig weit weggezogen hat. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass diese Party hinter einem Sportplatz war. Also man kam auf so einen Platz, dann war hier so ein Sportplatz und dann war dahinter die Party. Und er hat mich so wirklich schnell weggezogen von der Party um den Sportplatz herum in so eine hinterste Ecke, dass quasi die Party diagonal über den Sportplatz entfernt war. Und das ging halt wirklich so schnell, dass ich nicht mehr den Weg weiß, wie wir von der Party zu dieser Ecke gekommen sind. Das hat so Trauma-Vibes gerade. So, dass man, weil das ist ja schon ein Weg, den man da gehen muss. Das sind ja schon so 2-3 Minuten wahrscheinlich. Aber trotzdem so einfach dieses Gehirn so, hey, wir so überfordert ist mit der Situation, dass einfach bestimmte Dinge nicht mehr so verarbeiten kann oder nicht immer so darstellen kann. Und ich weiß nur noch, wie ich mir versucht habe einzureden, ah, okay, der will nur knutschen. Weil halt auch da in meinem Kopf mit 17 war, ja, da wird schon nichts Schlimmes passieren. Also mir kam gar nicht in den Kopf, dass so etwas, was ich dann erlebt habe, passieren könnte. Und der Typ war halt 18 und hat mich dann, also der war halt auch größer und stärker. Und ich weiß nur noch, wie er mich so auf den Boden gezogen hat in dieser Ecke. Und das waren so kalte Betonplatten, so graue Betonplatten. Und ja, dann sind halt Sachen passiert, bei denen ich wirklich gar keine Chance mehr hatte, mich zu wehren. Ich hatte halt... Es tut mir so leid für Sie, Mann. Hey, es tut mir echt leid für dich, Marie. Wirklich keine Chance mehr, da rauszukommen. Weil halt auch, ich kann mich nur noch erinnern... Ganz kurz, Freunde, und das sollte eigentlich so was Normales sein. Guck mal, ich bin auch ein großer Fan von so, das hat gar wenig mit dieser Story eigentlich zu tun, sondern nur so im Generellen. Aber ich bin auch ein großer Fan von so romantische Sachen, so was wagen, so weiß ich nicht, zum Beispiel erster Kuss, dass man nicht fragt, hey, darf ich dich jetzt küssen, sondern dass man so macht halt, ne? Aber es gibt immer die Chance, und ich war schon auf ein paar Dates, und bei jeder Person gibt es die Chance immer, dass man sich auch nonverbal den Konsens holt. Dass man nonverbal irgendwie sich eine Genehmigung holt von, ja, es ist okay. Sei es ein, weiß ich nicht, ist es okay? Also du musst ja nicht mehr, ist es okay, aussprechen, sondern so, wenn die Person möchte, wird was zurückkommen. Und ich verstehe bis heute nicht, wie Leute das nicht machen. Das muss man ja nicht immer machen. Das reicht ja, oder was heißt das reicht, aber es wäre ja schon mal ein Anfang, wenn man sowas beim ersten Mal macht, wenn man was mit einer Person macht, so beim ersten Kuss, beim ersten Mal. Körperliche Sachen so, ne? Und ich verstehe bis heute nicht, warum das nicht so gang und gäbe ist. Weil ich bin auch kein Fan von Fragen, gar nicht. Ich bin so da irgendwie so ein bisschen romantischer unterwegs, sodass ich nicht frage, darf ich dich küssen? Das könnte so diesen Moment irgendwie so im Weg stehen. Aber es gibt immer die Chance, dass man irgendwie... Und wenn was zurückkommt, so ein... Und dann guckt, wie sie reagiert oder er reagiert. Und dann, okay, sie sieht oder er sieht so aus, als wenn sie es mögen würde. Und dann, dass man dann, okay, dann weiß man, okay, ist alles gut. Oder auch ab und zu mal fragen, ist alles gut. Da, ab dem Zeit irgendwann kann man mal fragen, hey, ist alles fein bei dir so. Und ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht wird. Weil das nimmt gar keine Romantik. Null. Erinnern, wie ich halt die... Aber okay, lass uns das Video weitergucken. Nur mal so generell reingeworfen hier in die Runde. Party so von Weitem gesehen habe. Übrigens, viele Frauen, die coolen Frauen, finden das extrem hot. Und ich hätte wirklich... Oder auch die coolen Männer. ...enorm laut schreien müssen und ich... Ja. Weil... Okay, wir machen weiter mit dem Video. Halt auch, ich kann mich nur noch erinnern, wie ich halt die Party so von Weitem gesehen habe. Und ich hätte wirklich enorm laut schreien müssen und ich konnte nicht mehr schreien. Also es war halt einfach nicht mehr möglich. Ich möchte hier nicht auf die Details eingehen, weil ich hier auch niemanden irgendwie eine Plattform für seine Fantasien geben möchte. Aber es war halt einfach so, dass ich auch nicht mehr... Auch wieder wie krank, dass man auf sowas achten muss heutzutage. ...reden konnte. Und ich habe halt nur noch diese Party von Weitem gesehen und wusste, okay, das Einzige, was ich jetzt hier machen kann, ist wirklich
das auszuhalten, das durchzuziehen, weil in meinem Kopf dachte ich halt wirklich so, okay, sonst kommst du hier nicht lebend raus. Und das Ding ist auch, dass als das zu Ende war, ich auch nicht ganz realisiert habe, was passiert war. Also in meinem Kopf wusste ich, okay, das war nicht okay, was da passiert war, aber ich habe es mir enorm schön geredet, weil ich auch glaube, ich es nicht wahrhaben wollte. Das ist so ein richtig typisches Traumadenken dann. Der war dann fertig und dann ist er zu seinen Freunden zurückgegangen und ich bin zu meinen Freundinnen. Und ich weiß noch, wie meine Freundinnen so gesagt haben, Marie, wo warst du? Wir haben dich überall gesucht. Und ich habe mit so einem traurigen Lächeln, so einem traurigen Lachen, so geschockt im Lachen, so gesagt, ja, haha, da ist gerade das und das passiert, oh mein Gott. Und also ich stand so unter Schock und habe es mir versucht, schön zu reden. So. Ja, man hat auch so Coping-Vibes, so okay, einfach so drüber lachen, haha, ist ja nichts Schlimmes, haha. So. Und ich weiß noch, wie dann dieser Typ mit seinen Freunden zu mir kam und so meinte, boah, Marie, das war so gut, du warst so gut. Und er hat das wohl seinen Freunden gesagt und die Freunde waren auch so, boah, geile und so, also so richtig widerlich. Digga, wie unangenehm, what the fuck. Ich weiß auch, dass ich so... Wie unangenehm, Bruder. Unter Adrenalin. Selbst wenn es gewollt wäre, wie unangenehm, Bruder, was? Stand oder so. Ich habe auf jeden Fall sehr gezittert und dann meinte er so, kann ich deine Nummer haben? Und dann habe ich ihm halt auch noch meine Nummer gegeben, weil ich halt wirklich mir dann auch gesagt habe, ja, der konnte sich nicht kontrollieren, weil der fand das so hot und... Ach, Digga. So. Oh, ja, man, es, also ich kann es komplett verstehen, wie sie da gehandelt hat. Natürlich ist es irgendwie so ein irrationales Handeln, aber ich kann komplett verstehen, dass man in so einer Situation so mit 17 wenig Erfahrung auf einer Party mit anderen Leuten und oh, dieses Schönreden kann wirklich Jahre dauern, true. Sind Männer eben. Also ich hatte, ich reg mich über mich selber so krass auf, weil ich halt, ich meine, ich war 17, ne, aber ja. Dass ich mir das selbst noch so schön geredet habe. Und dann habe ich ihm so meine Nummer gegeben und dann bin ich zu meinen Freunden und dann habe ich es immer mehr so realisiert, was passiert war. Und habe dann auch meinen Freunden das so im Detail erzählt und war so, ja, der war so voll aggressiv und so. Und dann hatte so ein Kumpel von damals gesagt, ja, was erwartest du auch? Das ist XY, der ist dafür bekannt. Alter, dem Typen auch direkt mal eine Schelle verpassen, Alter. Natürlich nur In-Game-YouTube. Also das ist ja Victim-Blaming, aber ich dachte dann auch schon so, der ist dafür bekannt und niemand macht was. Und dann sind wir nach dieser Party zu Meckes gefahren, was man halt so macht, wenn man feiern war. Und ich weiß halt, wie ich auf Toilette gegangen bin und gesehen habe, dass halt mein BH kaputt gerissen war und dass ich halt geblutet habe und ich hatte nicht meine Periode. Und ich hatte auch 2-3 Tage nach... Ey, sie tut mir so unfassbar leid. Das ist so, ey, ich will sie so in den Arm nehmen und ich will ihr irgendein Gesicht schlagen gleichzeitig. Das ist so eine Scheiße. Dieser Sache Schmerzen beim auf Toilette gehen. Und nach diesem Abend bin ich dann nach Hause gekommen und also ich weiß auch noch, wie ich mich so unter die Dusche gesetzt habe und geweint habe. Aber trotzdem, also ich wusste, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist falsch gelaufen. Aber weil halt in meinem Kopf, das war so von wegen, ja, nein, eine Vergewaltigung, die ist immer mit ins Gebüsch ziehen und so weiter, dachte ich halt so, ja, nee, das war es ja nicht. Er konnte sich ja einfach nur nicht kontrollieren. Und ich hatte halt in mir so diese zwei Seiten, diese eine Seite, die sich übertrieben furchtbar gefühlt hat und diese andere Seite, die so war, ach, nimm das als Kompliment. Boah, es gibt auch diese ekeligen Kommentare, auch so, sagen, gehen wir mal Richtung Catcalling. Die sagen, ja, nimm's doch Kompliment, wenn der dir heiße Schnitt hinterher ruft. Oder, ey, geile, oder, boah, Digga, wirklich direkt ins Gesicht schlagen. Natürlich nur in YouTube. Wirklich, ich kotze so sehr. Guck, ich hab dieses, das ist eine ganz, ganz abgefuckte Sache in meinem Kopf. Weil ich höre sowas halt recht viel von Frauen natürlich, die sowas berichten. Und jetzt kommt diese ganz komische Sache in mir hoch, weil ich denke mir gleichzeitig so, ey, wie kann das jeder Frau passieren, die ich kenne, gefühlt, aber ich bekomme das nicht mit. Und ich habe dieses komische Ding in meinem Kopf, dass ich will, dass ich sowas mitbekomme. Versteht ihr das? Also, ich bekomme so etwas, das passiert nicht, wenn ich irgendwo bin. Das ist so geil, so krass. So jede Frau hat davon berichtet und ich natürlich will ich nicht, dass jemand gecatwalked wird, aber gleichzeitig will ich irgendwie auch mal was tun können. Weil jedes Mal ist es so ein, fuck mich ab. Ich weiß noch damals, obwohl ich habe einmal was gemacht,
Boah, das war auch, da wurde mir sehr von abgeraten, aber es wäre mir so scheißegal. Meine damalige Freundin wurde von einem Typen im Bus belästigt, sehr doll. Und die hat einfach Fotos von ihm gemacht, mir die gesendet und ich habe die einfach in meine Insta-Story gepackt. Und habe alle große Seiten aus Aachen verlinkt und habe gesagt, ey, dieser Typ belästigt Frauen im Bus, schickt, wenn ihr ihn seht, dies und das, halt euch von ihm fern. Also so richtig, habe ich ihn so irgendwie dreimal in meine Story gepackt, weil ich dachte, ey, endlich habe ich mal ein Gesicht, endlich kann ich mal was irgendwo tun. Weil das nervt so doll, dass man einfach so machtlos ist. Als Frau und als Mann. Das nervt so sehr. Und das Ding ist halt, weil er meine Nummer hatte, hat er mir dann auch noch geschrieben. Und ich bin tatsächlich auch darauf eingegangen. Mir ging es nicht gut, aber ich habe dann auch zurückgeschrieben. Und genau aus diesem Grund habe ich mich auch ganz, ganz lange nicht getraut, darüber zu sprechen. Weil er mich nämlich dann auch noch mal zu seinen Freunden eingeladen hat nach Hause, 2 Wochen später. Dann bin ich auch dort noch mal hin. Wofür ich heute auch mir so ins, wie nennt man das? Ich könnte mich so über mich selber wirklich aufregen, dass ich da nochmal hin bin. Und deswegen habe ich mich auch dafür geschämt und es lange nicht als eine Vergewaltigung anerkannt und auch mich nicht getraut, darüber zu sprechen, weil ich halt dachte, ja, du bist ja nochmal, hast dich ja nochmal mit ihm getroffen. Dann wolltest du es ja. Selbst schuld. Also ich hatte selbst solche Gedanken in meinem Kopf, bis ich tatsächlich vor kurzem in einer Podcast-Folge über dieses Thema gehört habe. Da hat eine Therapeutin darüber gesprochen, dass Vergewaltigungsopfer ganz oft sich nochmal mit den Tätern treffen, um so ein gewisses Gefühl von Kontrolle zurückzubekommen. Und dem kann ich zustimmen, weil ich dachte mir damals auch, ich beweise mir jetzt, dass das gar nicht so schlimm war. Ich habe jetzt wieder die Kontrolle über die Situation. Ich regel das jetzt, dass dieses Treffen dieses Mal angenehmer wird. Surprise! Es war nicht angenehmer. Es war zum Glück nicht so schlimm wie das erste Treffen, aber es war überhaupt nicht schön. Der Kumpel von ihm, der da war, der hat sich dann noch mir so aufgedrängt und ich musste ihn von mir wegstoßen, weil er mich versucht hat zu küssen. Digga, was passiert denn da bei denen? Und durch diese Ereignisse ging es mir halt enorm schlecht und dadurch, dass ich es aber nicht anerkannt habe als Vergewaltigung, konnte ich es auch nicht so wirklich verarbeiten, bis ich meiner damaligen Therapeutin von dieser Situation erzählt habe und sie mir ganz klar gesagt hat, Marie, das war eine Vergewaltigung. Und sie war halt so die allererste Person, die das wirklich so ausgesprochen hatte. Und da hat es auch erstmal so Klick gemacht, weil ich zu ihr ein sehr gutes Verhältnis hatte und ich ihr quasi vertraut habe. Und ich dachte so, ja, wenn sie das sagt, dann stimmt das. Und so konnte ich das für mich auch anerkennen. Also bin ich zu diesem Typen hingegangen und habe ihm geschrieben, dass ich mich so und so gefühlt habe, dass ich danach nicht auf Toilette gehen konnte etc. Und dass ich das für mich, ich habe sogar gesagt, es fühlt sich für mich an wie eine Vergewaltigung. Und dieser Typ hat das komplett abgestritten und hat gesagt, das ist aber ein viel zu großes Wort, übertreibt man nicht. Und dann hat er mich blockiert. Ha. Und trotzdem hat... Das wirkt wie eine Person, die, wie nennt man das nochmal? Es gibt so Leute, die gehen direkt in die defensive Haltung und schießen direkt zurück. So. Ich weiß nicht, wie das Wort dafür genau heißt. Der mir irgendwie 2 Monate danach oder länger, als ich ihn nochmal auf einer Party gesehen hatte, nochmal so abends, mitten in der Nacht geschrieben, hat er sich eiskalt getraut, mir zu schreiben, ey, Bock auf Sex. Einfach nur das. Und na, der Typ war richtig horny. Also, ich glaube, ich hatte noch so geschrieben, klar, immer nur nicht mit dir. Das habe ich mich noch getraut. Und dann habe ich den, soweit ich weiß, blockiert oder Nummer auf jeden Fall gelöscht. Ich hatte dann keinen Kontakt mehr mit dem. Aber das Traurige, was halt das Ganze auch so schlimm gemacht hat, ist, dass, obwohl ich ihm ja gesagt habe, er sieht sich ein, wie ich mich gefühlt habe, er erstens das geschrieben hat und zweitens, 2 Jahre lang bin ich dem noch in der Stadt begegnet und ich habe halt an einer bestimmten Stelle gearbeitet und er ist halt immer wieder an dieser Stelle vorbeigelaufen. Und es ist nicht so, als hätte man andere Wege wählen können. Man hätte nicht an mir vorbeilaufen müssen. Aber er ist immer wieder an dieser Stelle, wo ich gearbeitet habe, an mir vorbeigelaufen und hat mich angegrinst. Bruder. Rückhandschelle in-game. Obwohl ich ihm gesagt habe, wie ich mich gefühlt habe. Und auch, wenn er mit seinen Freunden unterwegs war, weiß ich auch noch, wir waren in so einem Café. Manchmal denke ich mir so, hey, für sowas wird sich's lohnen, so Kampftraining, so Kampfsport anzufangen. Wenn man mal irgendwie so eine Scheiße mitbekommt, dass man einfach dann direkt vor Ort Rückhandschelle geben kann. Er war mit seinen Freunden da, zufälligerweise, total schlimm für mich. Also habe ich zu meinen Freundinnen gesagt, lass uns wegsetzen. Als wir uns weggesetzt haben... Na, natürlich, Freunde, ist Gewalt keine Lösung, aber ich hoffe, ihr versteht, warum man darauf Lust bekommt. Das ist so... Das macht's... Das war nervig. ...und an denen vorbei mussten, hat seine ganze Freundesgruppe gelacht. Und all diese Punkte haben es auch für mich so
schlimm nochmal gemacht, auch so traumatischer, weil ich so dachte, checkst du es nicht? Ich habe dir gesagt, was du mir angetan hast und du reagierst so. Ich habe nie Anzeige erstattet, weil ich ehrlich gesagt Angst habe und deswegen versuche ich ja, also deswegen nenne ich ja auch keine Details über den oder so. Ich habe Angst vor diesem Typen, ich habe Angst vor seinen Freunden und mein Weg damit umzugehen ist Therapie gewesen und öffentlich Opfern eine Stimme zu geben, indem ich über mein... Ja, das klingt jetzt richtig scheiße von mir, was ich sage, Freunde. Aber ich glaube, jetzt weiß man auch leider was, wenn man 3 Jahre später anzeigt, was leider passiert. Also ganz kurz, zeigt immer an, wenn ihr das Bedürfnis habt, wenn ihr sagt, ey, das, ne, so worst case ist so, oder ist danach so, ja, okay, du darfst es nicht mehr sagen, weil du den Prozess verlierst, weil du keine Beweise hast und du hast ein paar Kosten, aber... Es steht immer im Raum, dieser Typ wurde wegen Vergewaltigung angezeigt. Das wird dann immer im Raum stehen. Deswegen, auch wenn es keine die Strafe vom Gericht gibt, gibt es eine öffentliche Strafe. Es wird immer so sein, der wurde wegen Vergewaltigung angezeigt und das geht nicht mehr weg. Meine Erfahrung spreche. Deswegen. Ja. Okay, das war sehr heavy, das zu erzählen. Nach dieser heavy Geschichte stellt sich jetzt natürlich die Frage, was fällt überhaupt unter eine Vergewaltigung? Und unter eine Vergewaltigung fällt Sex oder sexuelle Handlungen ohne Einverständnis. Also ja. Also ohne Consent. Consent ist einfach das englische Wort für Einverständnis und ist die aktive Zustimmung und auch enthusiastische Zustimmung ja. zu GV. Also ja. Und deswegen, was ich am Anfang sagte, ist, ich verstehe nicht, warum Leute nicht ihre Zustimmung oder ihren Consent geben. Also warum man nicht vorher so irgendwie danach fragt, dass man nicht nur währenddessen das mitbekommt, ja, okay, gefällt es ihr oder nicht, sondern davor halt so ein, hey, so ein Nicken, so einfach so ein, ist okay? Und dann kommt so ein, ja, ist okay, zurück? Oder ein, und dann sofort Stopp. Das heißt nicht, dass ihr dann was falsch gemacht habt, das heißt dann, dass ihr was richtig gemacht habt, weil das wird die Person sich merken. Und bis, also ihr könnt, dürft das wollen, ihr dürft die Person küssen wollen und wenn du dann sagst, ja, ist okay und sie sagt, mm-mm, dann ist alles immer noch okay. Natürlich ist ein kleiner Dämpfer, aber es ist immer noch alles okay und besser so, also viel besser so als andersrum so. Consent ist nicht die Abwesenheit von einem Nein, nicht ja. das Überreden zu einem Ja, nicht ein Ich weiß nicht, na gut. Und Consent ist auch nicht das Weitermachen, nur weil ihr schon angefangen habt, aber dein Gegenüber sagt, es möchte nicht mehr, es möchte aufhören. Consent wäre, ja, ich habe jetzt richtig Bock mit dir zu schlafen, let's go. Laut einer 2011 veröffentlichten österreichischen Prävalenzstudie gaben 3/4 aller Frauen im Laufe ihres Lebens an, sexuell belästigt worden zu sein. Jede dritte Frau hat in ihrem Leben sexuelle Gewalt erlebt. Und es ist tatsächlich so, dass die Mehrheit aller Frauen in meinem Umfeld auch schon sexuelle Gewalt erlebt hat. Also in meinem Umfeld kenne ich keine einzige Frau, die nicht mal sexuell belästigt wurde. Und ich kenne auch sehr viele Frauen davon, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Ich persönlich hatte meine erste Erfahrung mit Catcalling, als ich 14 war. Und zwar weiß ich noch, wie ich zur Schule gegangen bin und an einer Gruppe von Männern vorbeigekommen sind. Die waren so um die 40, 50 und ich war 14 und ich sah halt auch aus wie 14, wenn nicht sogar jünger. Und ich hatte eine Hotpan an, weil es Sommer war. Und diese Typen, diese 40, 50-jährigen Männer, hören instant auf zu reden, während ich an denen vorbeigehe und machen komische Katzengeräusche, starren mich an, grinsen mich an. Ey, ich sah aus wie 12. Und ich habe Catcalling schon so oft erlebt, dass ich gar nicht mehr weiß, wie oft. Ich wurde heimlich fotografiert, mir wurde einfach auf den Hintern gefasst, mir wurde zwischen die Beine gefasst. Das ist so eine abgefuckte Scheiße. Das Problem ist, jede Frau, die ich kenne, hat sowas erlebt. Und ich wurde... Mir wird so oft gesagt, Catcalling ist ein Komplett, ich bin zu sensibel. Das Watching, du darfst der Person von mir in die Fresse hauen, in-game. Mehrfach schon von Männern. Ach, das ist wirklich nice, es ist einfach nervig, Alter. Es ist einfach nervig. Volk. Und nein, das waren keine Ausländer. Das waren tatsächlich überwiegend deutsche, weiße Männer zwischen 40, 50 Jahren. Weil dieses Argument höre ich auch ganz oft unter feministischen Beiträgen, wo Frauen über ihre Erfahrungen sprechen. Ja, das sind halt alles die Ausländer, ne? Nur wegen denen. Nee. Und ich persönlich dachte früher, das ist normal und man muss sich einfach damit abfinden. Und auch Frauen in meinem Umfeld haben das auch als normal abgestempelt und haben gesagt, so sind die Männer eben oder da musst du drüber stehen.
Das Ding ist, man darf ja auch nicht raten, so hey, sprüh den Wichsern einfach Pfefferspray ins Gesicht. Weil dann überlegt man sich nochmal, ob man das nochmal macht. Bis ich gecheckt habe, dass wir Frauen das nicht tolerieren müssen. Und dieses Video ist auch nicht für Frauen gedacht, die das als Kompliment verstehen, die damit kein Problem haben. Dieses Video ist für Frauen gedacht, die sich ekelhaft fühlen, wenn sie gecatcalled werden, die wirklich Angst haben, rauszugehen, alleine unterwegs zu sein. Dieses Video spricht genau diese Menschen an. Denn ich persönlich kann für mich sagen, dass je mehr Catcalling etc. ich erfahren habe, desto mehr habe ich einen Hass gegen meinen Körper entwickelt und desto mehr habe ich mich auch als Objekt gefühlt. Also irgendwie richtet man diesen Hass gegen sich und das sollte nicht sein. Ja, das ist so scheiße. Weißt du, was mich auch einfach abfuckt? Es nervt mich wirklich manchmal sehr doll. Dass ich einfach scheiße, manchmal wirklich scheiße finde, ein Mann zu sein. Wirklich, dass ich mich einfach denke, Digga, das ist mein Gender. Sind wir so scheiße? Das ist ja eine ganz klare Verteilung. Also klar gibt's auch andersrum alles, ne? Muss man sagen. Gibt's auch Frauen, die catcallen und Männer, die sich belästigt fühlen. Hundertprozentig gibt es. Aber andersrum wird's wahrscheinlich öfter sein. Sind wir mal eher realistisch hier. Und ich denke mir immer so, Digga, sind wir wirklich so kacke? Wirklich, sind wir so kacke? Frauen müssen einfach mal aus der Opferrolle rauskommen. So eine Aussage lese ich so oft von Frauen und diese Aussage ist so misogyn, wie sie nur sein könnte. Diese Aussage impliziert, dass man sich einfach nur ein dickes Fell aneignen muss, da drüber stehen muss, weil das ist nun mal so. Und wenn man darüber so viel spricht, dann lenkt man ja quasi erst die Aufmerksamkeit aufs Thema und setzt sich damit so in die Opferrolle. Also Opfern wird hier die Schuld gegeben, dass sie halt zu sensibel sind und sich selber in die Opferrolle drängen. Also Idioten alles. Opfer machen es erst zum Problem. Und da würde ich doch mal die Frage stellen, wie erklärst du einem 12-jährigen Mädchen, dass sie einfach sich ein dickes Fell aneignen muss, weil der Onkel es gar nicht so gemeint hat, als er sie angefasst hat. Oder einer 14-jährigen Marie, die zur Schule geht, dass sie sich doch einfach nur ein dickes Fell aneignen muss. Mit 14. Während da erwachsene Männer stehen. So sind die Männer eben. Was erwartest du? Das ist auch ein Satz, den ich sehr oft höre, sowohl von Frauen als auch von Männern. Ich habe den schon sehr, sehr früh als Kind gehört, von Menschen aus meiner Familie. Und ich glaube, das ist wirklich eine Aussage, die sich sehr, sehr hartnäckig hält. Boah, ich habe da auch jemanden in der Familie, der würde genau solche Sätze droppen. Es wird irgendwann der Tag kommen, wo ich ihm so eine richtig dicke Ansage drücke. Das nervt mich so sehr. Irgendwann wird der Tag kommen, wo ich ihm eine Ansage drücke. Aber diese Aber es ist so gleichzeitig, ist es halt so, das ist halt so, wer alt ist, der, keine Ahnung, 60. So, ne, so ein 60-jähriger Typ in meiner Familie, der halt sehr in meiner Familie integriert ist, dies und das. Und ich bin so, irgendwann, du kleiner Bastard, kriegst du eine Ansage. Die Aussage ist halt so verallgemeinert. Vor allem, auch von meiner Oma. Meinend und auch so unfair gegenüber Männern, die sich halt nicht so verhalten. Gegenüber Männern, die Frauen vernünftig behandeln und respektieren. Diese Aussage impliziert ja, dass alle Männer so sind, dass sich alle Männer nicht kontrollieren können. Das ist ja dummer Bullshit. Zum Beispiel mein Freundeskreis, wir sind based. Ganz kurz, mein Freundeskreis, wirklich, wir finden Therapie gut, wir finden Catcalling doof, wir würden Leuten, die Frauen sexuell belästigen, alle auf die Fresse hauen. Und ich habe Freunde im Freundeskreis, die gerne Nazi auf die Fresse hauen. Also die wirklich so, hey, wir gehen ins Nazi-Viertel einfach, um die zu boxen. Beziehungsweise nicht, um die zu boxen, sondern im Sinne von, wir gehen da einfach mal hin und wenn wir was sehen, dann sind wir auch, wären wir down, uns zu schlagen. Sagen wir es mal so. Das ist mein Freundeskreis. So Impulse nicht steuern können und so. Also ich meine jetzt nicht Leute, die ein bisschen rechts sind, die ein bisschen, sondern ich rede von Nazis. Leute, die sagen, dass sie Nazis sind. Nicht so, ja, okay, irgendwer hat mal irgendwann die AfD gewählt, das meine ich jetzt nicht, sondern Nazis. So weiter. Das ist ja auch das, was ganz oft kritisiert wird, wenn Frauen über ihre Erfahrungen sprechen. Da liest man immer so Kommentare wie, nicht alle Männer sind so. Aber diese Aussage, was erwartest du, so sind Männer eben, impliziert ja. Ja, das fuckt mich auch ab, Digga. Weil ich will mich nicht mit solchen Leuten. Keine Männer sind Schlappschwänze. Dass alle Männer so sind. Und natürlich sind nicht alle Männer so. Auch hier wird Opfern die Schuld gegeben, anstatt Täter zur Verantwortung zu ziehen. Frauen wollen nicht sexualisiert werden, posten dann aber freizügige Bilder oder tragen kurze Röcke. Ja, Lack, wenn es warm ist, trägt man. Also. Selbst wenn eine Frau nackt vor dir steht, hast du nicht das Recht, ungefragt sie einfach anzufassen. Ja. Plus dazu werden Frauen noch sexualisiert, wenn sie einen scheiß Pulli tragen. Wirklich, es ist scheißegal, wie du dich ansiehst als Frau, du wirst sexualisiert. Deswegen zählt es auch nicht.
Weniger Kleidung gibt dir niemals das Recht, einen Menschen mit weniger Respekt und wie ein Objekt zu behandeln. Wenn Frauen freizügige Bilder von sich posten, dann würde ich behaupten, dass vielen Frauen bewusst ist, dass das hot ist. Also ich persönlich poste freizügige Bilder, weil ich die hot finde. Und die sollen auch als hot ankommen. Also so ist es nicht. Und ich kann nicht beeinflussen, was Hans-Peter Uwe in seinem kleinen Zimmer mit meinen Fotos macht. Okay? Der kann sich darauf Gedanken denken, wie er will. Mir ist das egal. Also ich finde es komisch und absolut diese Vorstellung. Aber wenn man es nicht weiß, ist dann ja juckt. Das kann ich ja nicht beeinflussen. Ich kann ja nicht seine Gedanken beeinflussen. So, seine Gedanken sind seins. Aber hat er dadurch das Recht, mir ungefragt seine Fantasien mitzuteilen? Bist du tatsächlich Bowie-Fan, ist mir neulich schon aufgefallen. Und bei dem Bild habe ich auch schmutzige Fantasien. Du sitzt in diesem Outfit neben meinem Bett auf einem Stuhl und singst leise und sanft Schlaflieder für mich mit ungewaschenen Händen. Was? Oder mich deshalb ungefragt, wenn er mich auf der Straße sieht, anzufassen? Nein. Und es ist halt auch wirklich nicht schwer. Also wir Frauen wollen einfach wie Menschen behandelt werden. Mit Respekt und nicht als Objekt. Wenn ein Typ oberkörperfreie Bilder postet oder wenn ein Typ oberkörperfrei durch die Gegend läuft, dann renne ich auch nicht hin und pack ihn an. Wenn das Frauen machen, ist das genauso übergriffig. Ja. Und grenzüberschreitend und ein absolutes No-Go. Niemand. Boah. Jetzt kommt Laura von Tara gerade nicht so gut weg. Die hat letztens bei Ninja Warrior, wollte die so jemanden so an die Brust fassen, war so, ha, oh, ich darf das ja nicht holen. Oh nein. Ja, weil der eine sehr gute trainierte Brust hatte. Und hat das Recht, egal welches Geschlecht er hat, eine Person anzufassen, nur weil sie weniger Kleidung trägt. Schuld trägt nie das Opfer, sondern der Täter. Ja. Und by the way, immer. Ist es übrigens. Und es gibt auch keine Teilschuld. Ihr wisst, was ich meine. Es ist egal, was Frauen tragen, sexuelle Belästigung und Schlimmeres erleben sie unabhängig von ihrer Kleidung. Ich kann von mir aus auch sagen, dass ich Jogginghose und fette Winterjacke anhatte, dass ich im Sommer ein T-Shirt und eine normale Hose anhatte, dass ich eine Hotpan mal anhatte, dass ich mal einen Rock anhatte. Ich hatte alles an und ich kann euch da auch nur die Ausstellung What Were You Wearing empfehlen, denn da sind die Kleidungsstücke von Frauen ausgehängt, die sie bei ihren persönlichen Erfahrungen bei dieser Thematik getragen haben. Frauen erzählen das nur für Aufmerksamkeit. Ja, das ist das Argument, um dann von den ganzen Hans-Peter-Wursten beleidigt zu werden. Das macht richtig Sinn. Das ergibt richtig Sinn. Bei dieser Aussage denke ich mir immer so, okay, ja, wofür sollten sie es sonst erzählen? Also wenn ich von so einer traumatischen Erfahrung erzähle, einem Menschen... Natürlich egal, ich lasse jetzt mal weiterreden. ...ich dann deren Aufmerksamkeit haben. Also wofür sollte ich es denn sonst erzählen? Und surprise... Okay, warte mal, ich habe gerade Aufmerksamkeit mit Aufmerksamkeit geil vertauscht. Weil natürlich macht das Aufmerksamkeit, aber man erzählt es ja auch nicht nur für die Aufmerksamkeit, sondern man erzählt es ja auch, um aufzuklären, um sein Trauma zu verarbeiten, um zu erzählen, was einem passiert ist. Und dieses, man erzählt das nur für Aufmerksamkeit, wirkt immer so, als wenn das gar nicht passiert wäre, sondern dass man sich das ausgedacht hätte. Social Media funktioniert so. Wenn du auf Social Media keine Aufmerksamkeit für deinen Content bekommst, dann lohnt es sich nicht. Also ich brauche auch Aufmerksamkeit für dieses Video. Und natürlich erzählt man sowas, um Aufmerksamkeit von Menschen zu bekommen, um Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Aber die Aufmerksamkeit, die du dann bekommst, ist alles andere als positiv. Das ja, richtig oft. Das hat man im Falle Rammstein gesehen, das hat man in meinem Fall gesehen, anhand der Kommentare, die am Anfang dieses Videos eingeblendet worden sind. King, 10 von 10 würde. Also die Kommentare, die du bekommst, die auch... Das sind eklig. Ich finde übrigens, sie könnte auch die Originalkommentatoren drin lassen. Die Aufmerksamkeit, die du bekommst, fühlt sich so an, als würdest du wirklich mit einem Regenschirm gegen einen Orkan laufen. So fühlt sich diese Aufmerksamkeit an. Das ist keine schöne Aufmerksamkeit. Du begibst dich in Gefahr. Du kriegst irgendwelche gruseligen Nachrichten von Männern, die dir irgendwas antun wollen, etc. Es ist alles andere als eine schöne Aufmerksamkeit. Und genau deshalb sprechen ja auch so viele Frauen nicht darüber. Genau deshalb traue ich mich auch nicht, das anzuzeigen. Und deshalb habe ich auch so lange darüber einfach gar nicht gesprochen. Auch Männer sind Opfer, ja. Eine Thematik, über die noch weniger gesprochen wird, ist, dass Männer auch Opfer sind. Da ist es meiner Meinung nach noch ein größeres Tabuthema, als es eh schon ist. Aber ich hatte in meinem Umfeld ganz oft Männer... Boah, ganz ehrlich, wenn ich mal ein Video machen würde, zum Beispiel, keine Ahnung, es war mal so eine Party, da hat mir eine die ganze Zeit in den Schritt gepackt. Okay, was heißt die ganze Zeit? Ich glaube so 3-4 Mal.
Und ich war halt so betrunken und war, hab so die Hand immer weggemacht. Also sie hat auch so, ich hatte so eine lockere Hose an, so durch die Hose so meinen Schwanz so in der Hand gehabt. Und ich war halt so ein bisschen, ah, ja, ja, hier, nee, hab den dann so weggetan. Und dann dachte ich mir danach so, Digga, das war ja so gar nicht okay. Aber wenn ich diese Story jetzt erzählen würde auf TikTok, 100 Euro, ich würde Kommentare bekommen wie, ja, gib zu, du fandest auch ein bisschen geil. 100 Euro werde ich mit euch. Na, die mir von... Es ist schon was her, schon einige Zeit her so, aber sehr weird. Soll ich euch wissen, was die Situation war? Was die Situation war? Ich war auf einer Party. Die habe ich sogar selber gemacht, die Party. Pass auf. Es war eine Freundin von einer Freundin da und eine Person, die ich eingeladen hatte. Ich sage jetzt nicht, wer was gemacht hat. Und eine Person, die ich eingeladen hatte, da war es so ein Ding von, ja, potenziell könnte da, vielleicht würde ich sie kennenlernen. So, es ist noch nichts passiert, gar nichts. Aber so potenziell, ja, vielleicht könnte man sich kennenlernen. Und die andere Person war aber so, hey, ich finde den hot. Und dann gab es so ein... Das klingt sehr so, ja, guck mal, was ich für ein geiler Ficker bin. Soll es gerade gar nicht sein, ich will nur die Story erzählen. So einen halben Machtkampf einfach. Und ich war so, was geht hier ab? Ich will nur eine Party haben. Und die sind mir die ganze Zeit hinterhergerannt. Ich war so, was ist denn hier los so? Und war einfach verwirrt. Und dann hat die eine einfach vor der anderen des Öfteren halt so meinen Schwanz in die Hand genommen. So nach dem Motto, meiner. Und in dem Moment war ich so, Digga, also, hä? Nee, nimm mal Hand weg, so. Ich hab gar nicht gecheckt, was passiert ist, aber danach war ich so, das war nicht okay. Das war nicht okay. Das hat was zu tun. Digga, ist mir auch mal. Ist, ja. Kam gerade wieder hoch, die Story. 2020 war das. Das war weird. Aber ich zähle, wenn ich so auf TikTok erzählen würde, kämen Kommentare wie, ja, die war doch bestimmt hot und wolltest du nicht auch, hä, hey, fand es auch ein bisschen geil, hä, hey, warum machst du nicht einfach mit, warum machst du nicht Dreier? Safe, kennen nur so Kommentare, 100 pro. Erfahrungen erzählt haben, bei denen wäre das einer Frau passiert, jeder sofort gesagt hätte, ja, das war eine Vergewaltigung. Und bei diesen Männern, die mir das erzählt haben, die haben das dann auch abgetan, darüber gelacht und haben versucht, es als ein Kompliment zu sehen, wo es halt eindeutig kein Kompliment war. Also wo halt wirklich Frauen übergriffig waren, grenzüberschreitend waren. Und auch an dieser Stelle möchte ich sagen, dass auch Männern halt sowas passieren kann, dass wir auch Männern zuhören sollten, dass das ein super, super wichtiges Thema ist, was halt wirklich allen passieren kann, unabhängig vom Geschlecht. Denn gerade bei Männern wird ja dann auch ganz oft gesagt, ja wie, das kann ja gar nicht sein. Also eine Frau hat dir das angetan, also Männer sind ja stärker als Frauen. So, du warst ja erregt, also musst du ja Bock gehabt haben. Boah, größte Lüge. Größte Lüge, Digga. Ich war schon erregt und wollte gar nicht. Wollte gar nicht. So null. So gar nicht null. So null, null, null. Das ist eine richtig große Lüge. Diese Stereotype, diese Aussagen werden dann halt auch ganz oft genannt, was es halt männlichen Opfern auch umso schwerer macht, darüber zu sprechen. Also ich finde halt, es ist schon super, super schwer. Ja, aber man hat auch als Mann immer dieses so, hey, ich hab gerade einen Ständer, also bin ich ja irgendwie horny, also will ich ja mit ihr was machen. Und dann geht man ganz schnell in so ein Ding so, Digga, mir stimmt was nicht. Da spreche ich von aus Erfahrung. Ganz schnell ist man in so einem, bei mir stimmt was nicht, warum will ich denn nicht? Ich hab doch zu wollen, ich hab doch hier einen Ständer. Das Seine ist körperlich, das andere ist Kopf. Wer für Frauen darüber... Nur weil eine Frau da unten gerade juicy ist, hat sie auch nicht Bock auf Sex mit dir unbedingt. ...zu sprechen. Aber für Männer halt mindestens genauso schwer. Was du tun kannst, okay. Was kannst du tun, damit man Opfern mehr Gehör schenkt oder mehr Fokus auf diese Thematik lenkt? Als allererstes ist es ganz, ganz wichtig, einfach Opfern zuzuhören. Wenn jemand online oder dir persönlich irgendwie von so einer Erfahrung erzählt, ob jetzt Belästigung oder Schlimmeres, dann einfach zuhören. Nicht fragen, ey, warum hast du nicht das und das gemacht? Ich hätte ja das und das gemacht. Das ist so schlimm zu hören, weil es für Betroffene meistens sowieso schon so schwer Also vor allem, was soll es bringen? Ja, okay, cool, Peter, dass du halt vielleicht dich nicht drauf eingelassen hättest. Cool, ja, bringt mir jetzt richtig viel. Schwer ist, das sich einzugestehen und dann auch noch darüber zu sprechen und dann so starken Gegenwind zu bekommen, ist für mich persönlich nochmal so retraumatisierend. Diese Kommentare, die ich damals hatte unter meinem Post, die hier eingeblendet wurden, das war furchtbar. Mir ging es dann wirklich eine Woche lang richtig... Meint, sie tut mir so leid, ne? ...richtig mies. Ich habe mich so das gefühlt... Das ist so eine dumme Scheiße. ...als hätte ich das Ganze nochmal erlebt. Ihr müsst euch halt auch immer fragen, wie würde ich reagieren, wenn das meiner Freundin, meiner Schwester, meiner Mutter passieren würde. Stellt euch vor, eure Freundin, Schwester kommt zu euch, erzählt euch von so einem Ereignis und das Erste, was ihr sagt, ist so, ja, aber du hast ja einen Rock angehabt. Oder warum hast du nicht das und das gemacht? Oder ich glaube dir nicht. Gib mal Beweise. Digga, ganz ehrlich. Wenn das so meiner Kleinen passieren würde, ich weiß nicht, ob da bestimmte Dinge in-game bleiben würden.
Ich glaube, sie würde es gar nicht wollen. Weiß ich gar nicht. Da würde ja niemand mehr sich nochmal euch anvertrauen, wenn ihr so reagiert. Das ist ja kein Safe Space da. Ich sage jetzt nicht, dass ich jemanden umbringen würde, sowas, sowas, Freunde. Also keine Sorge. WTF. Aber vorbeifahren und Hallo sagen, das würde passieren. Mehr. Und dann ist es natürlich super wichtig, auf Konsens zu achten. Also fragt lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Hey, hast du Bock? Oder hey, darf ich das machen? Ist es okay, wenn ich das mache? Wenn ihr einen Menschen gerade erst kennt, unbedingt auf Konsens achten. Auch voll. In Beziehungen kann man auch fragen, hey Schatz, hast du jetzt gerade Bock? So sichert man sich einfach ab. Ja, oder einfach mal einen Hey, ist alles okay, in die Runde werfen. So wirklich. Einen Hey, oder einfach generell mal so auf Zeichen achten und sowas. Also nonverbale Kommunikation ist ja auch immer noch machbar. Und nonverbale Kommunikation ist auch sehr romantisch und auch generell. Denn auch nur, weil man schon lange zusammen ist, heißt es nicht, dass man immer zu 100% weiß. Und gleichzeitig aber auch, da bin ich großer Fan von, sehr viel kommunizieren, dass beide Seiten immer Nein sagen dürfen, selbst wenn man dabei ist. Das sage ich richtig gerne. Also da bin ich richtig Fan von. Dass man sagt, so richtig so, hey, ganz kurz, jeder Zeitpunkt, auch vielleicht mal irrational das oft machen, auch am Anfang vielleicht so. Aber sagen, hey Baby, so ich weiß, wir hatten jetzt schon mal was, dies, das. Aber immer, du erstmal ganz kurz, wir müssen nie, du darfst immer Nein sagen, das auch währenddessen Nein sagen. Und es ist immer vollkommen okay. Und es kränkt mich nicht in meiner Männlichkeit, in meinem Ego oder was auch immer. Sondern wichtig, vielleicht sehe ich mal ein Zeichen nicht, deswegen sag auf jeden Fall immer Nein und kommuniziere mit mir, falls mal irgendwie was sein sollte, was ich vielleicht jetzt gerade nicht mitbekomme oder irgendwas. So. Und weil ich tue das auch. Wichtig, wichtig, wichtig. Was der Partner möchte und will. Also auch da immer auf Nummer sicher gehen und einfach mal fragen. Ich frage jetzt meinen Freund auch nicht, ob ich ihm zum Abschied einen Kuss geben darf. Aber was ich halt zum Beispiel mache, ist, dass ich dann zum Abschied so die Arme aufhalte. Dann kann er mich umarmen und dann gebe ich ihm so einen Schmatzer. Was ich aber dann auch mache, ist, dass ich so frage, hast du Bock auf Rambazamba oder so? Und Konsens zerstört nicht den Vibe. Das habe ich schon ganz oft gelesen. Sondern null. Klar, wenn du jetzt vor dem ersten Kuss fragst, hallo, darf ich dich küssen? Klar. Aber man kann auch nach Konsens fragen, so. Du kommst näher, näher, näher und dann so ein Nicken. Und wenn sie sich zurücknickt, weiß sie ganz Bescheid. Was den Vibe zerstört? Das ist, ja, was den Vibe zerstört ist, wenn sie nicht will. Richtig. Das zerstört den Vibe. Vergewaltigung. Oh, ja. Das auch. Alter. Ey, gib einen Daumen nach oben. Boah, das war nochmal das Thema am Ende. Jetzt nicht Schluss machen. Freunde, ich bin K.O. Das Video, ich bin K.O. Einen wunderschönen Abend, gute Nacht und man sieht sich dann die Tage, ne? Ah, das war schön mit euch, Freunde. Das war wirklich schön mit euch.